Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen bei Kickstarter und hier sind eure Gastgeber, die wollüstigen Zwillingsbrüder von Joko und Klaas, die Musen von Thomas Gottschalk und Günther Jauch, die Mentoren von Stefan Raab, die Hitgiganten von Dieter Bohlen und die wahren Schlauts der Gaming-Szene. Live aus den West Coast Studios in Irland begrüßen euch unsere Showmaster Steffen und Daniel. Mit einem herzlichen Hallo grapsche ich jeden Morgen Daniels saftigen Po. Super. Das ist die Einleitung für Tina? Ja. Super gemacht. Das hat mir die Regie aufgeschrieben und die Redaktion. Tina, was sagst du zu den guten Witzen von Steffen heute Morgen? Ich kann dazu nur sagen, wer ist eigentlich dieser Steffen? Ich denke, man kann ihn locker treffen und zusammen mit ihm kläffen. Und wenn wir schon bei Hunden sind, frage ich, kennt ihr schon diesen Daniel? Ich denke, er hätte gern Haare wie ein Cocker Spaniel. Du kriegst Applaus und Tete, das geht ja gar nicht. Was ist denn hier los? Ja, das ist Tina. Tina, der war gut. Der war gut und der war vor allen Dingen. Tina hat keine Karten von uns bekommen. Also, ich war ja gestern bei Tina so ein bisschen im Chat unterwegs und da wurde ich erstmal mit Dennis begrüßt. Hallo Dennis. Ja. Und dann wurde gefragt, wer ist denn Steffen, der mit der Brille oder der mit der Cappy? So, ich war das mal so. Ja, war aber schön, war angenehm. Tina hat gestern ein bisschen Counter-Strike gezockt, so richtig. Richtig. Hat richtig die Header weggeholt. Richtig rasiert, so wie ich mit der AW Bums. Besser. Besser. Tina, das müssen wir mal zusammen ausprobieren, du und ich. Im Duo. Ah, ich kann sehr schnell toxisch werden, wenn der Mate nicht funktioniert, ne? Du, das kann ich auch. Ich habe Feuer im Blut. Ja, Leute, fragt den Gast, ab ins Discord, Ausrufezeichen Discord. Unsere Mods sind natürlich auch fleißig am Bewerben von Tina Bombinas Kanal. Hier auf Twitch bitte einfach shoutouten, so gut es geht. Also der Chat feiert dich schon, Tina. Ja. Da geht's ab. Da geht's ab. Ja, und vor allen Dingen sieht's richtig geil bei. Das sieht eigentlich fast so aus, als würde Tina auch bei uns sitzen. Also fast, wir haben also Lichttechnik, ja doch. Also von dem Überzieher hätte ich beinahe gesagt. Ja, der Unterschied ist nur. Tina hat einen geileren Stuhl. Wir sind not sponsored mit so komischen schwarzen Billigstühlen, Und aber Tina hat auch einen mega geilen Background. Tina, das sieht sehr schick bei dir aus. Schöne Kulisse, möchte ich mal sagen. Sieht angenehm aus. Dankeschön. Ich habe mich halt passend als Disco-Kugel auch angezogen. Ja, ich finde das geil. Also Tina hat das noch ganz spontan rausgekramt, Die ist da hingegangen, ist runter in den Keller, hat alle Kisten auseinandergerissen, also jetzt Chaos und hat das Ding da noch rausgezogen. Das Problem ist, unseres kommt wirklich aus dem Keller und stinkt halt echt wisst ihr, wie Keller riecht, Leute? Kennt ihr das? Das ist egal. Tina, willst du dich denn gerne mal ein bisschen vorstellen an die Leute, die dich noch nicht kennen? So, was machst du? Was sind deine Hobbys? Wo willst du hin? Wo willst du hin? Denn es macht jetzt keinen... Okay. Tina! Ich bin Tina, bin 30. Ja. Kriege ich ein kleines... Oh. 30? Oh. Ich bin 35, Mann. Was? Wie hier? Oh. Ja, bei euch Männern ist das immer was anderes. Das ist ja cool. Das ist so ein Achievement, je älter man wird. Bei uns Frauen ist das... Man wird, sag es. Daniel, du wirst immer heißer, je älter du wirst. Ja, ist halt echt so. Bei euch Männern ist das was anderes. Ich komme, wie man es vielleicht ein bisschen raushören kann, aus dem Osten. Aus Leipzig, um genau zu sein. Aber ich gebe mir immer große Mühe, dass man das im Internet nicht hört. Okay. Also man hört es schon ein bisschen, aber ich kann auch noch mehr sexeln, aber dann nimmt man mich nicht so ernst, habe ich immer das Gefühl. Ach, wir haben doch heute Karneval. Ich finde das gut, kannst du ruhig machen. Ich spreche dann Kölsch und eher unterfränkisch und dann geht's hier ab, sag mal, weißt du, das kommt dann halt immer so ein bisschen anders rüber, wenn man so redet. Ne, das kann ich ja nicht verstehen, so, liebe Lein. Also bei uns in Köln ist das... Da ist auf jeden Fall immer ein Lacher auf deiner Seite. So ja, das ist doch jod, ja. Das ist bei uns in Köln auch immer eine jote Sache. Willst du was sagen? Bubble nicht, Schweinebubble, ach nicht. Okay, alles klar, wir haben uns... Ja, komm, Jiri, wie ist denn los, Mann? Das war kein Lacher, das war wenigstens ein besserer Witz als deiner aufgeschrieben. Ja, der war auch spontan. Der war auch spontan. Also der Chat feiert's, Tina, wenn du
wenn du, jetzt wollte ich schon sagen, nicht Deutsch sprichst. Oh, ja. Wow. Haben wir da was vorbereitet vielleicht? Oder nee, Tina war vielleicht noch gar nicht fertig. Nee, du unterbrichst die ja hier. Ich unterbreche Tina. Und ich? Tina. Wir. Ich unterbreche Tina. Nee, und ich. Ja. Also wir. Ja. Ja, was, ja, was wollt ihr denn noch wissen? Okay, Regie, den Einspieler bitte. So, Leute, kurz vorgestellt, eine Minute kurz mit Tina Bombin. Kurz und knackig, eine Minute mit Tina. Man kann uns wie immer hören. Vielen Dank an die Mediengestalter hier bei uns. Der liebe Yannick hat was vorbereitet für dich, liebe Tina. Ich anerkenne diesen Sieg nicht. Ich werde auch nicht GG schreiben. Das ist kein anerkannter Sieg, weil die einfach so Schwachsinn gewonnen haben. Nein, ich anerkenne das Game nicht. Microphone activated. GG. Sound muted. Microphone muted. Nein, ich wollte doch nicht GG sagen. Don't wanna hear you in that. Wie hoch soll man das denn singen? It's the most tremendous new musical experience you can have. Hallo, ich bin sein Springboden. Miststück, was muss ich drücken, was Schiff Kuh? Nein! Warum Schiff Kuh? Noch nie musste man Schiff Kuh drücken, man musste immer nur E oder Q drücken. Huh! Ja, Shift Kuh. Shift Kuh. Shift Kuh. Also ich fand, die Gesangseinlage war mega. Die fand ich auch gut. Ist das neue Twitch-Game hier, Tina? Ja. Twitch Sings, ja. Und wie ist es? Ich sag mal so, ich bin eher so eine Künstlerin mit freiem Kopf. Ich kann mich nicht so gut danach richten, bei einem Song einfach mitzusingen, sondern ich brauche ein Instrument und muss da mein eigenes draus machen, weil sonst endet das so, wie ihr es gerade gehört habt, dann ist das eher so ein Rumgekasper und ja. Aber es macht Spaß. Das hört sich so an, als könntest du so ein bisschen singen, vielleicht auch ein bisschen viel. Ja, ich singe ganz gern. Ich spiele auch gern Instrumente und das ist so ein Hobby halt von mir, ein zweites Hobby. Ja, da hinten liegt ja eine Ukulele, ne? Professionell mache ich es nicht. Noch nicht. Noch nicht. Ja, noch nicht. Vielleicht kommt ja noch die Karriere. Vielleicht kommt die Karriere ja noch. Ja. Ich fand's cool. Ja. Ich fand auch das GG cool, ja. Ja. Also das Spiel, da nein. Und dann GG. GG, Mann? Das war so. Ich weiß nicht, ich hab schon gesagt, wenn ich das nicht selber wäre, würde ich sagen, so verpeilt kann kein Mensch sein. Aber ja, das ist typisch Tina. Ja, wie gesagt, ich habe ja auch gestern zugeguckt, war sehr, da ist sie weg. Die Tina ist weg. Tina! Ja, was? Hallo? Ja, deine Kamera ist weg, Tina. Oh. Bist du irgendwie drangekommen, GG oder was? Da ist sie wieder. GG. Hallo, bist du wieder da? Okay. Ja. Willkommen zurück. Das ist ja wie bei unserem Küchenstream am Freitag. Ja, nur, dass die Qualität hier dreimal besser ist, ja? Das stimmt, ja. Ja, da wollte die Kamera, glaube ich, ein bisschen schlafen gehen oder so. Ja. Die geht ganz gerne mal alle 30 Minuten aus. Also könnt ihr euch schon drauf einrichten. Okay, ja, also das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Machen wir einfach alle 30 Minuten Pause, liebe Leute. Gibt's 5 Minuten Werbespot oder sind wir wieder da? Gar kein Problem. Ja. Ja, Daniel. Bin ich dran? Daniel, du bist dran. Die Regie hat aufgeschrieben, Daniel, erste Frage, weil Icebreaker und so mit Tina hier. Icebreaker, oh Tina, wir beide brechen heute mehrmals das Eis, glaub mir. Tina, ich möchte im Vorfeld sagen, kurz erklärt, Kickstarter ist jetzt die zweite Woche. Der Digi ist normal immer der so ein bisschen den roten Faden durchspielt. Guckt, dass wir die Zeit einhalten, vielleicht schon aufgefallen, und die qualifizierten Fragen unserer Redaktion vorliest. Während ich ein bisschen so den Freestyler mache und immer so ein bisschen auch anhand der Antworten neue Fragen generiere und bei mir liebgewonnenen Politikern auch in Zukunft gerne mal investigative Fragen stelle. Das wird heute nicht passieren. Aber heute bei diesem Spotlight hat mir die Regie gesagt, du hältst dich heute an die Karten. Das Ergebnis davon ist meine erste Frage an dich, okay? Damit du das verstehst. Okay. Wenn du ein Tier wärst, welches wärst du gern? So eine scheiß Frage, Mann. Also, Nee, nicht welches wärst du, da steht doch gar nicht gern. Achso, welches wärst du? Ja, ich habe das Wort gern dazu gedichtet. Ja, tut mir leid. Also, aber das ist ganz gut, weil gern wäre ich eher so ein Adler oder sowas. Aber ich glaube, wenn ich ein Tier wäre, so wenn ich so von mir ausgehe, wäre ich, glaube ich, eine Hummel. Eine was? Weil
Eine Hummel. Eine Hummel? Ja, so eine kleine, niedliche, dicke Hummel, die keinem was tut, die fliegt einfach rum und bestäubt ihre Blumen, die sticht und beißt nicht, die macht einfach ihr Ding, so. Ich mag auch Blumen bestauben. Daniel, welches Tier wärst du denn gern? Nee, nicht gern. Das ist ja eine ganz andere Fragestellung. Welches Tier wärst du gern? Dann kannst du es dir ja aussuchen. Ich will ja wissen, wenn du ein Tier wärst, welches wärst du? Ich möchte erstmal was zu Hummel sagen. Okay, sag ich mag Hummeln auch sehr gern, Tina. Ja. Ich mag Hummeln auch sehr gern, in der Tat. Ich mag also Hummeln er wäre auch gern. Eine Hummel. Ich wäre auch gern. Ja, die sind so flau. Ich weiß auch nicht, warum die immer Angst vor ihr hatten. Die im Kindergarten sind immer ausgerastet, wenn da so eine Hummel gelandet ist. Und für mich war das immer so ein fliegender Teddybär. So wirklich, ich fand das immer so. Die sind total niedlich, ne? Ja, sind sie auch. Ich habe auch letzten Sommer hier in Irland. Wir müssen traurige Musik hier. Wir brauchen in Zukunft bitte auch hier Leute traurige Musik. Da war so eine kleine Hummel, die lag auf der Fensterbank und die konnte nicht mehr fliegen. Es gibt eine Insta-Story, ich belüge euch nicht. Guckt, ich will keine Eigenwerbung betreiben, guckt in meine Insta-Story. Ich habe das gespeichert. Ich habe erstmal den Defibrillator ausgepackt, als Paramedic darf ich das. Dann Mund-zu-Bund-Beatmung, das funktionierte nicht. Habe ich den Endotracheal-Tubus, nein, jetzt mal ehrlich. Ich habe die mit reingenommen, habe die auf den Teller gesetzt und habe da einfach Honig draufgepackt. Und dann habe ich der mit so einer Lupe zugeguckt, wie die wirklich ihre Rüssel ausfährt in diesen Honig hinein. Da könnte ich auch was sagen. Bist du süß, ey. Ja, ich habe das gefilmt. Aber ich will was sagen. So eine einfache Nummer. Dann hat die diesen Honig da rausgesaugt, dann war das fast weg. Und eine halbe Stunde, Stunde später hast du in der Küche so. Und dann ist die wieder weggeflogen. Da habe ich das Fenster aufgemacht, da war die raus. Aber wisst ihr was? Ja. Ich kenne nur Max Hummels. Der ist auch cute. Oh, der ist gut. Moment, aufschreiben. Max Hummels. So, Mats Hummels. Beim nächsten Spotlight, wenn du nochmal dabei bist, Mats Hummels hier am Start. Wir werden alles dafür tun. Ja? Kannst du einmal. Ihr dürft euch einmal austauschen, ja. Ich sag immer dazu, ihr dürft euch einmal befruchten, aber ihr dürft euch austauschen. Das ist alles falsch. Es ist alles falsch. Leute, so funktioniert das. So wird man Spielerfrau. Jetzt habt das. Du musst einfach zu uns in die Sendung kommen, ja, in Zukunft. Leute, wenn ihr da draußen in Zukunft jemanden gespotlightet wissen wollt, schickt das uns in den Discord und wir nehmen Kontakt auf, ja. Und wenn ihr wisst, wen diese Person gerne mal treffen wollt, das ist nämlich etwas, was wir heute nicht mehr geschafft haben. Kleiner Teaser für die Zukunft. Es wird das ein oder andere Mal bei Twitch Spotlight hier auf Kickstarter eine Überraschung geben, ja? Eventuell das große Meet and Greet deines Lebens, ja? Das hat heute leider nicht mehr geklappt, glauben wir. Ja, eine Hummel. 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 Haben wir jetzt... Tina will was sagen. Oder Tina, was macht sie da? Nein, ich versuche den Mauszeiger einfach ein bisschen zu verscheuchen von meinem Mund. Den Mauszeiger? Oh, jetzt ist er weg. Warum siehst du den Mauszeiger? Der weiß ich nicht. Der war auf mein Gesicht. Hat geklappt. Der Chat und ich, wir haben ihn weggezaubert. Warum hatte sie einen Mauszeiger? Liebe Regie, was geht da? Liebe Regie, warum hat sie einen Mauszeiger? Ich habe schon gesagt, sie hat sich ist schon eine Hummel und wollte wegfliegen. Ja, liebe Regie, was macht ihr denn da drüben? Mama, wofür sitzt da ein professioneller Cutter? Was ist denn das für ein Blödsinn? Ich habe hier auch schon geguckt, so. Ich gucke hier rechts rüber und denke, warum ist denn da ein Mauszeiger im Bild, so, ja? Tina. Ja, Tina. Was ist dein Lieblingsgeruch? Machen wir einfach mal weiter hier. Eigentlich wollte ich wissen, was Daniel gerne ein Tier wäre, so, aber egal, das ist sicher. Ich wäre gerne, das ist, glaube ich, die männliche Standardantwort, ich wäre gerne ein Löwe. Also, ich wäre gerne ein Affe. Ich wäre gerne ein Affe, weil dann kann ich mit meinen Fäkalien rumschwerfen. Bist du schon. Okay. Okay. Lieblingsgeruch, Tina. Mein Lieblingsgeruch sind frische Lilien. Frische? Lilien. Ja, die haben so laut geklatscht und gelacht. Die sind eben so laut, das müssen wir mal. Regie, könnt ihr da dem Publikum Lilien mal sagen, die sollen leiden? Warum Lilien? Weiß nicht, die haben so einen besonderen Geruch halt. Ich habe die letztes Jahr auch in mein Beet gepflanzt. Sind zwar nicht alle gewachsen, aber ein paar. Und das war sehr geil, weil das dann in meiner Sitzecke komplett nach Lilien gerochen hat, den Hochsommer über. Sehr nice. Das ist schön. Ja, gibt's bei dir auch Gartenstreams, sag mal?
Habe ich vor, ja. Also okay. Bisher habe ich nur auf Instagram viel von meinem Garten und Projekthof und Umbau und wir sind da ja so ein bisschen wie ab ins Beet unterwegs. Okay. Und laden immer mal was hoch, was, wenn wir so Projekte haben, wenn irgendwas umgebaut wird. Und ja, aber auf Twitch habe ich es noch nicht gestreamt. Projekthof, okay. Da müssen wir gleich haken. Ich habe mir das aufgeschrieben, haken wir nachher mal nach. Wir haben, ja. Vielleicht kommst du demnächst einfach nach Irland, wenn Sommer ist, weil wir haben hier im Hinterhof des alten Lighthouses geplant Projekt Copacabana, ja. Wow. Und das eine Live-Kulisse für Twitch. Also Tina, da bist du am Start, würde ich sagen, oder? Auf jeden Fall, Irland steht auf meiner Liste. Das kriegen wir hin. Geil. Steffen? Steffen spielt an seinem viel zu kleinen, ich weiß nicht was, was ist das eigentlich? Was ich wollte den Satz gerade zu Ende machen, aber der wäre peinlich für mich gewesen. So. Oh Gott. Ach, hör mal. Tina. Daniel. Daniel. Ich hab eine random, ich mache jetzt ja. Mal den Freestyler. Tina, wie stehst du eigentlich zu Karneval? Ich habe mit Karneval gar nichts am Hut. Ich habe jetzt heute wirklich nur, weil ihr passend angezogen seid, habe ich mich jetzt heute auch so ein bisschen gekleidet in die Richtung. Ja. Aber also bei uns im Osten ist das eigentlich nicht so verbreitet. So, okay. Bis gestern. Gestern sind wir essen gefahren in die Stadt und wir laufen halt in die Stadt und es kam übelst Geknall und Musik und so. Und ich so, was ist denn jetzt los? Und dann war halt so ein Karnevalsumzug. Habe ich bis dato auch noch nicht erlebt bei uns in Leipzig. Aber scheinbar okay. Ist Fasching und Karneval jetzt auch im Kommen. Sie hat Fasching gesagt. Finde ich Fasching. Klasse. Vielen Dank. In Köln bei uns heißt das eher Fasching halt. Ja, bei uns als auch. Karneval. Bei, ich sag mal so, bei den wahren Machern des deutschen Karnevals, bei uns Kölnern, ja, heißt das Karneval bzw. Fastelovend, ja. Habt ihr doch alles aus Brasilien geklaut, erzählt doch nichts. Das ist nicht ganz korrekt. Und das Fasching geht gar nicht. Fasching erzähl geht gar doch. Also in nix. Köln, Tina, für dich, vielleicht hast du das, das hast du bestimmt schon mal mitbekommen. In Köln ist halt von Donnerstag letzter Woche, da ist sogenannt, das ist Weiberfastnacht, also das Frauenkarneval, ja. Ich weiß nicht, klingt ein bisschen sexistisch, aber es ist halt so. Weiberfastnacht. Und dann ist eigentlich von Donnerstag bis diese Woche Mittwoch Stillstand in Köln. Also da steht alles: Büros, Feiertag. Da wird einfach 5 Tage straßenkarnevalistisch auf den Putz gehauen, ja. Und die Umzüge, also der Rosenmontagszug heute, der zieht bis zu 1 Million Besucher. Also das ist schon... Ja, wie unsere Sendung. Wie unsere Sendung, genau. Stelle ich mir cool vor, ja. Ich denke, das ist bestimmt sehr ausgelassen und halt ein cooles Feeling. Aber so ist es, wie gesagt, bei uns im Osten ist das doch nicht so richtig angekommen. Ja, dann musst du mal nach Köln zur Karnevalszeit. Also ich kann es nur empfehlen, wenn das Wetter schön ist. Ja. Oder nach Irland zum St. Patrick's Day. Oder nach... Ja, aber das ist ja... Nee, Karneval ist Karneval. Was? So, ja, machen wir weiter hier. Tina, erzähl uns doch mal von deinem peinlichsten Moment in deinem ersten Beruf bzw. Job. Ja. Also ich habe ja vorher an einer Schule gearbeitet als Gruppenleiterin. Und bin vormittags ins Büro gegangen, um mir Kaffee zu holen. Und pinke Tasse. Ich kam halt rein. Ja, sehr schöne Tasse übrigens. Vielen Dank. Und komme halt ins Büro rein und da lag halt ein Krankenschein auf dem Tisch von einem Kind quasi. Wahrscheinlich, habe ich mir so gedacht. Und ich gucke halt so drauf. Und da steht ja immer, glaube ich, Vorname und Name in 2 Zeilen. Und da stand halt Vorname, eine ewig lange Zeile. Und da stand Quentin Ramirez Luca Tore. Und ich gucke so auf den Krankenschein und sage so zu meinem Kollegen, oh, da haben aber die Eltern Langeweile gehabt und viel Fernsehen geguckt. Und er guckt mich so an. Ich gucke 2. Zeile, lese seinen Nachnamen. War das sein Sohn halt. Und ich gehe jetzt in zur Kaffeemaschine und denke mir so, no, scheiße. Und er guckt halt so, zieht halt so seine Augenbrauen hoch und ich halt so mit meiner Kaffeetasse und laufe so aus dem Büro raus mit einem knallroten Kopf. Das war halt so peinlich, ey. Ja, hattest du dann einen Krankenschein für die nächsten Tage? Nein. Aber ich konnte ihm dann einfach nicht mehr in die Augen gucken. Das war so peinlich. Dass es halt genau sein Kind war. Aber wer nennt denn sein Kind Quentin Ramirez Luca Tore? Mein Gott. Moment, warum? Wie? Quentin Ramirez Luca Tore. Der hat kein einfaches Leben. Ja. Das wird ein schwieriges Leben, du.
Ja. Alter, das halt ist ein so Name. Ich bin halt so eine Ulknudel, ne? Ich sag halt, was ich denke, und Fettdäpfchen in jedem Raum finde ich prinzipiell immer. Und naja, war halt. Wir haben hier heute auch ein paar aufgestellt. Mal gucken, ob du reinfällst. Darf ich vielleicht meinen peinlichsten Moment oder will den gar keiner hören? Nee, es geht heute um Tina, nicht um mich. Nee, wir wollen. Jetzt komm, ganz cool, Kurzversion. Ganz kurz, Kurzversion. Erster Job, nach einem langen Wochenende, wo ich gefeiert habe, bin ich montags auf die Arbeit und ich musste groß und dann bin ich aufs Klo und bin da ein bisschen eingenickt und auf einmal klopft es und es wird gefragt, Steffen, alles okay? Und habe ich gesagt, ja, mir geht's nicht so gut, ich habe ich habe Magenprobleme. Okay, dann mach weiter. Ich bin halt voll weggeratzt, so auf dem Klo. Das auf dem Klo? Was? Ja, kann man doch mal, das ist mir einmal passiert, ist mir dann nicht nochmal passiert. So. Nicht nachmachen zu Hause übrigens und auf der Arbeit. Kurze Frage an die Menschen da draußen, ist schon mal jemand auf dem Pott eingenickt? Darf man das mal in die Welt hinausfragen? Ist schon mal jemand auf dem Pott eingenickt? Also ich möchte mit absoluter Sicherheit sagen, dass mir das noch nie passiert ist. Und das meine ich ernst. Ja, mir auch nicht. Tina schüttelt auch mit dem Kopf. Also ich würde sagen, auch nicht passiert. Ja. Wie kann man denn auf dem Pott einnicken, sag mal? Na gut, also ich kenne das, dass man versucht, vielleicht auf Arbeit ein paar Minuten rumzubekommen. Gerade so kurz vor Feierabend kann es schon mal vorkommen, dass man dann eine halbe Stunde auf der Toilette ist und auf Handy surft. Man einfach Feierabend. Ja. Darf ich auch kurz? Manche haben aber im Chat das auch erlebt. 4 bis 5 Mal schreibt einer. Ey, Tina, da muss ich was sagen. Du hast was Schönes gesagt. Ich habe mich auch mal verzogen Richtung Pott. Und hab mich aber einfach so, weil die Toiletten waren halt so auf der Schule so lala damals, ja. Während meiner Ausbildung zum, wo waren das? Während der Ausbildung zum Rettungsassistenten. Und dann habe ich mich auch Richtung Pott verzogen und dann habe ich mich immer so auf den Pott mit den Schuhen auf den zugeklappten Deckel gehockt und habe einfach mit dem Handy so ein bisschen gesurft, um Zeit rumzubekommen. Und dann habe ich mich da, pass auf, dann habe ich mich da reingekniet und dann hörte ich, wie die Tür aufging. Dann kam jemand rein. Dann hörte ich, wie die Nachbartoilette zuklatscht und dann saß der da und dann hörtest du halt so richtig so so richtig. Das war, ich musste mich echt zurückhalten. Aber der Geruch, der dann folgte, der hat mich so da rausgetrieben. War nach Lilien, oder? Hat nach Lilien gerochen. Ich wurde so aus dieser Toilette, ich habe gesagt, nein, ist nicht dein Ernst. Ich wollte hier gerade mal 5 Minuten rumbekommen, ja. Naja. Ich werde das nie vergessen. Ich kam in die Klasse und... Weißt du, ich muss immer die Kurzversion erzählen und der erzählt damit vom... Damit ich Zeit habe, genau. Das ist doch. Ich kam in die Klasse und es sah natürlich auch, welcher Klassenkamerad gerade fehlte. Der war es gewesen, okay. Ja. Nächster, glaube ich. Oder wir sind fertig hier, oder? Warum hast du eigentlich meine Frage? Weil du hier wieder freestylst. Die Regie hat gesagt, ich soll die Tina fragen, was ihr peinlichster Moment war. Dann frag halt die nächste. Ich werde nie wieder diese Fragen entlanghangen, liebe Regie. Das ist heute das letzte Mal, ja? Frag die nächste. Tina, was ist das Verrückte, was du jemals... Das sind hier die Icebreaker. Was ist das Verrückte, was du jemals gemacht hast? Das Verrückteste, das ich je gemacht habe, ist, ich hatte mit meinem Freund zusammen Urlaub und wir hatten keine Ahnung, wo wir hinfahren wollen. Und dann haben wir abends einfach spontan entschieden, am nächsten Tag mit dem Auto nach Schottland zu fahren. Weil ich auf die Idee gekommen bin, dass Schottland eigentlich ganz cool sein soll. Ja. Und da sind wir dann Nachmittag noch in den Baumarkt gefahren und haben einen Campingkocher gekauft und selbst aufblasbare Luftmatratzen. Fun Fact an der Stelle, da haben wir nicht eine Nacht drauf geschlafen, weil die beim Aufblasen und beim Drauflegen direkt am ersten Abend beide geplatzt sind. Aber nur beim Drauflegen, weil das waren halt solche, die haben sich so selbst aufgeblasen, aber nur so ein bisschen. Und mein Freund dachte halt, man muss die richtig aufpusten und hat da halt noch Luft reingeblasen zusätzlich und wir legen uns halt drauf. Nur beim Drauflegen, Tina. Ja, das lassen wir mal so stehen, ne? Ja, ja. Ja, jedenfalls ging es dann nächsten Tag los nach Schottland und wir hatten da kein Internet quasi. Das ist schon so lange her. Da gab es, glaube ich, auch noch gar keine Smartphones. Ja. Und da wir uns so ein bisschen. Da gab es doch keine Smartphones? Ja, das ist schon echt ewig. Du bist in den 70ern gefahren?
Jedenfalls haben wir uns so einen Stapel Google-Routen ausgedruckt, dass wir so grob haben, wie wir da fahren müssen. Und wir sind dann zum Loch Lomond gefahren. Okay, Loch Lomond. Das war sehr cool. Und das weiteste oben war Edinburgh. So. Und dann ging es wieder zurück. Schottland ist sehr schön. Sehr schön. Das war sehr cool. Kommt Irland auch hier dem Wilden Westen sehr nah, muss man sagen. Ich habe sowas, lustig, ich habe sowas Ähnliches erlebt. Ich habe auch einfach mal Nachmittag gesagt, so, ich war fertig mit der Arbeit, freitags war das wirklich, und dann saß ich da und habe gesagt, was machst du dieses Wochenende wirklich? Und dann habe ich einfach eine Freundin angerufen und habe gesagt, soll man nach England fahren? Dann sagt die, was? Ich sage, ja, wir nehmen jetzt mein Auto und fahren nach England. Da sagt die, ja, lass machen. Dann sind wir einfach losgefahren und mit Fähre und so, das war eine Riesennummer. Wir waren völlig gerädert. Wir kamen Sonntagabend zurück und waren tot. Tot waren wir. Und ich bin erstmal in England falsch rum in den Kreisverkehr. Morgens früh London, ja, das war eine Riesennummer. Rush Hour und du fährst falsch rum in den Kreisverkehr rein. Das ja, bei uns, das war auch sehr verrückt, der Trip. Also wir haben da auch sehr viel erlebt. Zum Beispiel sind wir auch abends in Schottland schlafen gegangen im Zelt und wir wachen früh auf und es stehen einfach so große, ich weiß nicht, ob das Büffel waren oder Kühe, so ganz haarige, riesige Bisons, keine Ahnung, standen direkt an unserem Zelt. Und ich mache das Zelt auf und ich dachte, weil das da geraschelt hat und gucke so, okay, hab das Zelt wieder zugemacht. Kannst du dir vorstellen, du machst das so, ich stell mir das gerade bildlich vor, hier so. Vielleicht war es ja auch ein Yeti. Ja, vielleicht war es auch ein Yeti. Das kann alles sein. Hattet ihr in Schottland eigentlich auch so ein fürchterliches, weiß nicht, zu dem Zeitpunkt, wie heißen diese kleinen Fliegen da in Schottland? Midges? Diese Stechmückenfliegen? Hattet ihr dieses Problem? Nee. Okay, ich habe einmal in Schottland, das war so schrecklich, wir wollten Fotos machen und hatten so ein Problem mit diesen Stechmücken. Das tut so weh, die haben uns zerlöchert, also ganz schlimm. Durchlöchert haben sie uns, Steffen. Mhm. Ich habe mal kurz eine Freestyle-Frage. Schon wieder? Ja, weil ich will ja... Dann lese ich aber deine wieder vor. Nee, eine Freestyle, warte, das ist ja ganz wichtig. Ich muss hier ein Profil erstellen für, weiß ja, ne? Liebe Tina, Freestyle-Frage. Ja, unsere Redaktion hat dir die nicht zugeschickt, du musst sie trotzdem beantworten. Wie würde dein Traummann aussehen, wenn du ihn anhand eines berühmten Stars beschreiben müsstest? Außer mir jetzt natürlich. Jensen Ackles. Wer? Das ist der Hauptdarsteller von Supernatural. Ah, wie wird der geschrieben? Jensen Ackles. Necklace. Jensen Ackles. Ackles, nicht Necklace. Ackles, hör doch mal zu. Hörst du überhaupt der Tina zu? Ackles ausgesprochen, ja. Ackles. Das Jensen, wird im Chat gerade geschrieben. Vielen Dank, lieber Chat. Jensen, muss ich mir aufschreiben hier. Ackles. Können wir übrigens nochmal ein Shoutout für die liebe Tina haben im Chat? Also ist eine sehr angenehme Gesprächspartnerin. Wie gesagt, ich habe gestern auch zugeguckt. Die rockt in CSGO. Sie spielt aber auch noch andere Spiele. LOL. Und alles drum und dran. Da kommen wir aber noch zu. Das ist dein Traummann. Ich sehe ihn hier gerade. Der kommt mir ja doch sehr nah. Ist okay. Der sieht mir ein bisschen ähnlich ohne Brille. Ja, der sieht dir bestimmt. Ich muss selber mal drauflegen. Oh ja, oh, der ist... Okay, oder ein bisschen ohne Brille? Er hat so einen tollen Mund, oder? Ich weiß, danke. Das ist da, also... Sprech weiter. Darf ich jetzt nicht in Rage reden? Doch, darfst du. Im Vormittag. Doch, darfst du. So, Jensen, Ackles, Necklace, was ist los mit dir da, Digi? Wir nennen ihn einfach Dean. Dean. Ob ich mir das merken kann. Okay, das war meine Freestyle-Frage. Vielen Dank. Ich muss mir das hier alles aufschreiben. Du kannst auch gleich die nächste Frage. Sonst schreit er mich aber ja wieder. Aber das Eis ist doch gebrochen. Wir sind doch mittlerweile alle. Sie sind doch schon verschmolzen, wir drei hier, ja? Ja. Wie lange ist. Aber jetzt schon so ein harter Bruch. Das haut hier rein. Das ist viel zu hart. Wollen wir schon damit anfangen? Ja, du hast ja deine Freestyle-Fragen. Ja. Ich habe aber gerade keine Freestyle-Frage. die liebe Regie möchte gerne, nein, wir und die Zuschauer wollen wissen, wie lange streamst du eigentlich schon auf Twitch? Sehr lang. Ich habe am 3.10.2014 den ersten Stream gemacht und habe seitdem durchgestreamt quasi. Also durchgestreamt? Es gab nie eine große Pause oder so, wo ich jetzt mal, was weiß ich, Monate nicht gestreamt habe, sondern ich streame seit 2014 kontinuierlich. Das ist 7 Tage die Woche? Nicht ganz, nee. Da
Das ist eine Hausnummer. Und schon jetzt die Frage vielleicht an der Stelle, ich hoffe, ich nehme da nichts vorweg. Ist das, machst du das Fulltime? Ja, mittlerweile ja, vorher nicht. Vorher habe ich es neben dem Beruf gemacht. Das war auch eher eine spontane Idee halt. Also da war kein Hintergedanke, sondern ich bin eher allgemein der Typ Mensch, ich probiere einfach Dinge aus halt, mache mir keine großen Gedanken darüber. Ja. Und ja. Ist also sehr kreativ. Und dann ist das irgendwann zu Fulltime geworden. War ein großer Schritt. Ja, wie kam's denn dazu, dass du dann gesagt hast, okay, jetzt mache ich das Fulltime so? Also generell diese Schritte. Also du sagst ja, du bist sehr spontan und... Ja, was die Entscheidung anging, war ich alles andere als spontan. Ich habe ja vorher 13 Jahre in der Pädagogik gearbeitet und hatte auch einen festen Job und war bei der Stadt angestellt, war alles supidupi. Und ja, das ist halt, irgendwann war ich an einem Punkt angekommen, wo ich vor einer Mauer stand und einfach was anderes machen wollte, wo ich selber nicht mehr glücklich geworden bin mit dem, was ich getan habe. Und ich sag immer, man muss das machen, was einen erfüllt halt. Und ich habe mich dann quasi, es hat aber ein Jahr gedauert, die Entscheidung zu treffen. Also das konnte ich nicht von einer auf die andere Nacht machen quasi. Es hat mich über ein Jahr gekostet. Und ich habe dann letztendlich gesagt, ich entscheide mich eher für den Spaß und das Glück als für das Geld, weil ich hatte einen sicheren Job, hatte ein sicheres Einkommen und habe gesagt, ich lasse das alles hinter mir, aber werde dafür glücklich und genieße das, was ich im Leben habe, anstatt auf Arbeit zu gehen und traurig zu sein jeden Tag. Und das nicht zu schaffen, was mir Spaß macht. Und natürlich auch eine, du lässt natürlich auch, was man bei vielen Streamern so hört, wenn man denen zuhört, größere Streamer, die auch immer wieder gerne auch mal Menschen waren und sagen, nee, streamt nicht. Ja. Wo ich dann ganz ehrlich ein bisschen mit dem Kopf schüttle, ich würde das so pauschal nicht sagen wollen. Also streamt zumindest, streamt nicht Fulltime. Geht nicht auf Sendung und sagt, ich will mir hier Fulltime was aufbauen. Da ist immer, vielleicht muss das auch so sein, Influencer hat auch eine Außenwirkung, vielleicht wird das hier auch positiv genutzt. Da wird immer gesagt, geht nicht Fulltime, wenn es finanziell nicht passt oder geht kein Risiko. Ich mach das vielleicht so, geht kein Risiko. Aber vielleicht muss man das manchmal doch machen. Vielleicht muss man Risiko gehen. No wenn risk, es, no fun. No, ja, das ist der Standardsatz, aber vielleicht auch einfach, um selber glücklich zu sein. Da geht ein Mensch volles Risiko, lässt eine existenzsichernde Basis liegen, geht diesen völlig unbestimmten und undefinierten Weg und probiert das einfach. Und da kann man, ich finde, da kann man den Hut vorziehen, Respekt, vor allen Dingen auch den kreativen Schritt zu gehen. Ich vergleiche da die Twitch-Streamer auch immer gerne, das sind, für mich sind das, wir können jetzt über den Begriff Künstler gerne noch die nächsten 3 Stunden streiten, aber lasst mich das so definieren, das sind Künstler, genau wie Musiker, genau wie Schauspieler, genau wie Theaterkünstler, vieles und Entertainer, bla bla bla. Aber es ist halt so, der Straßenmusiker, wenn der die Entscheidung fällt, ich habe keinen Bock mehr irgendwie im Office zu arbeiten, ich stelle mich jetzt mit meiner Klampfe auf die Straße und stelle da ein Körbchen unten hin und 3 CDs von mir, ja, der geht halt auch Risiko und ich finde das, ja. Aber jetzt die Frage, Tina, nach so vielen Jahren, wo du das machst, bist du glücklich? Ja, also ab dem Tag, wo ich dann auch diese Freiheit hatte quasi, wo mein Job auch gekündigt war, und ich gesagt habe, jetzt bin ich ein freier Vogel quasi, ist mein Leben ab dem Zeitpunkt bergauf gegangen. Ich habe so viel Nächstenliebe auch von meiner Community erfahren, was mich so geflasht hat, weil ich habe keine große Streamgröße. Ich habe es die ganzen Jahre über nicht geschafft, einen großen Durchbruch zu machen. Aber das war für mich auch nie wichtig. Für mich war das wirklich einfach, das hat mich geflasht einfach, so dieses, dass eine kleine Community so krass hinter mir steht und mich supportet und mir das ermöglicht. Auch mein Freund natürlich ist auch ein großer Supporter von mir, denn er hat ja sein Einkommen. Ich sag mal, ohne ihn wird es vielleicht auch nicht so einfach sein, da wir quasi ja sozusagen beide Geld verdienen, ist es realisierbar. Aber für mich war von vornherein der Fokus, glücklich zu sein, dann lieber mit ein bisschen weniger, aber halt einfach dieses, man steht früh auf und der Tag ist schön halt, anstatt dieses sich zur Arbeit schleppen und die Gedanken, warum machst du das eigentlich? Und ich ziehe allgemein meinen Hut vor Leuten, die im sozialen Bereich arbeiten. Ich habe selber ja 12 Jahre da gearbeitet
Und da meine ich jetzt zum Beispiel Krankenpflege, Altenpflege, Kinderpflege, alles inbegriffen, alle sozialen Berufe. Rettungsdienstler. Genau, Rettungsdienstler, das ist einfach ein Job, der bis an die Materie geht, wo du wirklich 100% dabei sein musst. Und wenn du selber spürst, du kannst diese 100% nicht mehr geben, dann macht dich das selber auch fertig. So war das bei mir mal. Ich hatte schon immer so ein Helferherz. Ich wollte immer Menschen helfen, Menschen erreichen. Und als ich gemerkt habe, dass ich auf Arbeit so ein bisschen vor einer Wand stehe und das nicht mehr 100% leisten kann, habe ich mich selber auch nicht gut gefühlt in dieser Position. Mhm. Und da war dann für mich auch so ein Punkt, wo ich gesagt habe, du musst jetzt was anderes machen, quasi. Mhm. Und ich bin nach wie vor von meiner Community geflasht, wie krass die hinter mir stehen. Die hatten letztes Jahr zum Beispiel, bin ich krank geworden und konnte ein paar Monate nicht streamen. Und meine Community weiß das ja, dass ich fulltime das Ganze mache, und die haben hinter meinem Rücken ein Charity-Event gestartet und haben für mich Geld gesammelt, und das hat mich so geflasht, da habe ich ein ganzes Jahr geweint. Also das habe ich noch nie erlebt und so, weil für mich, ich bin ein ganz normaler Mensch in meinen Augen und ich bin niemand Besonderes oder so, und dann kommst du und dann sind so viele Leute, die für dich halt hinter deinem Rücken gute Dinge getan haben, damit es dir gut geht. Und das war, puh. Die Herzchen fliegen auch gerade durch. Das hat mich sehr geflasht. Also großes Dankeschön da auch an der Stelle nochmal meine Community. Ihr seid einfach die Besten, ehrlich. Unterstützt die weiter, Leute. Ja, auf jeden Fall. Kriegen wir noch einen Shoutout. Das passt, glaube ich, ganz gut. Ein Shoutout für die liebe Tina Bombina. Leute, wenn wir euch gerade nicht im Chat lesen können oder begrüßen können, auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank fürs Unterstützen auch hier bei Tina mit den Herzchen gespammt. Ist auf jeden Fall, da muss ich auch aufpassen, dass mir nicht gleich die Pippi hier durch die Augen läuft. Also ich sehr, sehr herzzerreißend. Ach, stellt euch nicht so an. Ja, ich bin da ein bisschen, nah am Wasser gebaut. Nee, ich finde das gut. Ich auch. Musste mich jetzt auch sehr zusammenreißen, dass ich nicht zu sehr ins Detail gehe, weil sonst sitzen wir hier im Wein und wir haben ja Rosenmontag und wir wollen ja hier ein bisschen, ne? Ja, wir haben noch ein paar lustige Fragen. Wir gehen alle Phasen durch. Das ist Rosenmontag. In Köln wird immer gesoffen, Tina. Und am Anfang feiern die auch, sind im Hype, dann brechen die irgendwann zusammen, dann heulen, gehen die emotional und heulen, dann sind die wieder da. Das machen wir, diese Achterbahnfahrt nehmen wir heute auch mit, ja? Das gar kein Problem. Ich kann ein bisschen mitfühlen. Wir können mit dir mitfühlen. Wir haben es ähnlich gemacht, Tina. Wir haben es ähnlich gemacht. Wir haben auch den sicheren Hafen verlassen. Ich bin ähnlich wie du unterwegs gewesen, fast 10 Jahre im Rettungsdienst, ja? Selbst als Rettungsassistent. Als Rettungsdienstleiter, sogar nachher in der Geschäftsführung, und habe all diesen sicheren Hafen mit Beamtenstatus weggeschmissen. Und mir haben viele den Vogel gezeigt, haben gesagt, was ist denn mit dir ab? Ich habe gesagt, ich will das nicht. Ich möchte kreativen Scheiß machen und ich nehme ein paar Mark mit, klar, okay, aber ich will jetzt einfach was anderes machen. Hab jetzt auch 3 Jahre lang, glaube ich, auf Twitch rumgebastelt, auf anderen Kanälen, und hab mich sehr schwer getan mit der Entscheidung, diesen Schritt auf diesen Kanal zu gehen, weil den hatte ich nicht gegründet und platziere da ein Format und aber ich war ja dabei. Du warst dabei. Nee, Steffen hat genau das gleiche Erlebnis, 10 Jahre in sicheren Hafen bei Blizzard gehabt und hat das weggeschmissen, sage ich mal, und hat seinen Kanal nach 3 Jahren auch auf Seite Aber ich geschoben. Bin an den Hafen gezogen. Ja, der ist an den Hafen gezogen. Das aber ich verstehe genau, was du meinst. Ist die Kamera weg? Ja, das alles ja. 30 Minuten. Ja, alles passt. Gut. Karneval darf das aber passieren. Ich habe es diesmal schnell gemacht. Das sehr gut. Alles gut. Kein Problem. Alles gut. Nee, aber um es dann jetzt auch abzukürzen, genau die gleiche Story. Ich kann das mitfühlen und es ist korrekt. Man muss vielleicht, wenn es auffangbar ist, wenn man natürlich einen gewissen Rahmen hat, den man überschauen kann, dann kann man auch mal Risiko gehen. Ja. Aber es muss ein Rahmen sein, der nicht zu sehr gefährdet. Also wenn es nachher so geht, dass dieses Risiko dich vielleicht auf die Straße schmeißt. Manche lieben dieses Spiel und sind risikoreich am Wasser gebaut, wollte ich gerade sagen. Keine Ahnung, wie ich. So wie du. Nee, aber ihr wisst, was ich meine. Manchmal, jeder muss das für sich selbst entscheiden, aber finde ich also gut. Für mich war das ja auch, also überhaupt nicht leicht, aber man hat ja eine Vision und tatsächlich hatte viel Rückenstärkung auch von meinen Eltern und von den Freunden, und die haben gesagt, mach das. Du bist vor fast 10 Jahren nach Irland ausgewandert, und wer hätte gedacht, dass du 10 Jahre in Irland bleibst. Und das wusste ich ja auch vorher nicht. Natürlich hatte ich meinen sicheren Hafen, wie ihr den nennt, und jeder hat den, aber man muss auch mal einen anderen Weg im Leben einschlagen, aber das muss man für sich selbst entscheiden. Und ja, ich habe Blizzard verlassen. Blizzard war super als Arbeitgeber und so, aber ich wollte auch ein bisschen was Kreatives machen. Ich habe Daniel kennengelernt. Du wolltest hier in einer Brinks-Krawatte und einem komischen Jackett morgens sitzen, ja,
und wollte es schlechte Karnevalswitze vorlesen. Sag ich hab es. Da auch einen. Ja, erzähl mal. Vielleicht, ich hab da einen, warte. Wir kamen gestern aus dem Puff. Stay stand draußen und sagte nur uff. Kann man das mal klippen und Stay schicken? Das geht ja gar nicht. So. So. Du hast die nächste Frage. Ich habe die nächste Frage. Wir schweifen ab hier. Ja, also, wir haben ja Zeit. Wir haben Zeit. Unser Lehrling Stefan hat damals immer gesagt, wir haben doch keine Zeit. Ja? Aber wir haben hier die Zeit. Wir machen alles besser. Grüße gehen raus an Stefan. Ja. Grüße gehen raus, Stefan. Wenn du mal wieder Bock hast, komm einfach vorbei. Darfst dich auch hier unten reinsetzen und auch mal ein bisschen erzählen. Ja? Vielleicht übers Comeback oder so. Mit Nachname Raab, Stefan. Mit Nachname Raab, genau. Ja, wie lange... Was sagst du? Wir vermissen dich, sagt er. Ja, wir vermissen dich. Wir vermissen alle Stefan Raab. Ja. Aber wir sind ja jetzt da. Wir sind ja jetzt da. Also ich glaube, das ist ProSieben war ja schon. Deswegen fühle ich mich auch hingezogen zu eurem Programm, weil das einfach so diese alten Feelings hochruft. Ach echt? Feelings. Das war ja, auch so mit diesem Trailer, mit dem Intro, da hat man so ein bisschen diese TV-Total-Momente gehabt. Wir haben uns nicht inspirieren lassen. Das ist alles, das sollte alles so nicht sein. Wir wollten nicht diese Brücke bei den Menschen im Kopf, wir wollten nicht die Synapsen genau damit stimulieren. Das wollten wir zu keinem Zeitpunkt. Nee, ja, ist so. Vielen Dank. Ja, wir hatten ja auch schon hier ProSieben, hatten wir ja schon im Chat. Vielleicht, wenn ihr uns da draußen seht, also wir können über alles reden, ja. TV-Total. Comeback. Wir sind ready. Wir sind da. Schreibt uns einfach an. So, jetzt genug der Eigenwerbung. Heute ist Spotlight Tina Bombina. Wie kamst du damals? Hatten wir die Frage schon? Ja, hatten wir schon. Schön, dass du aufpasst. Wie kamst du damals zum Stream? Hatten wir doch schon beantwortet. Tina, was ist der Schwerpunkt in deinen Streams? Also so, der Schwerpunkt, würde ich sagen, ist ich und meine Community. Ich bin eine Streamerin, die sehr community-nah ist. Wir legen sehr viel Wert drauf, uns oft zu sehen, auch im Real Life. Wir organisieren Treffen, mieten uns Häuser, wo wir ein Wochenenden zusammen verbringen. Okay. Also ganz crazy. Wir haben zum Beispiel das steht schon lange auf dem Plan, aber ich habe gesagt, nächstes Jahr ziehen wir es endlich mal durch. Wir wollen so eine Art Klassenfahrt machen. So richtig ins Schullandheim mit Lagerfeuer, Stockbrot, Nachtwanderung. Kann man uns da auch einladen? Das hört sich gut an. Für alle, klar. Für da jeden. Komm hin. Ja, bei uns ist es auch so, die Community ist, das sind Stammzuschauer, aber es sind auch ganz viele neue dazu gekommen in den letzten Wochen und man wird einfach herzlich aufgenommen quasi. Man muss sich, hat nicht das Gefühl, es ist Grüppchenbildung oder so, oder es ist schwer da reinzukommen, sondern es ist so eine offene Community und der Schwerpunkt ist so dieses Zusammensein quasi. Ich mache viele Community-Games, samstags zum Beispiel ist immer unser Tag, wo wir zusammen Counter-Strike spielen. Okay. Es ist lustig, es kann aber auch mal nicht lustig sein. Ne? Keiner verliert gern. Ja. Aber man lernt draus. Man lernt draus. Genau. Wenn man verliert. Ja, gerade als Gamer, wenn man da so wegraged und den ganzen Tisch zerlegt, hat man draus gelernt. Ja. Vor allem bei CSGO. Ja. Deswegen immer stabile Tischplatte. Ich habe bei meinem Schreibtisch selbst gebaut und habe extra eine 43 mm dicke Tischplatte genommen, weil ich dann auch doch ganz gerne mal Sachen drauf werfe und knall und ja. Und die IKEA-Tischplatte soll nicht so vom Vorteil sein, die soll schnell brechen, habe ich gehört. Wir haben eine, wir schauen mal. Irgendwann, vielleicht kommt die Situation hier. Ja, ansonsten ist wie gesagt, das Beisammensein der Schwerpunkt in meinem Stream und an Games ist halt bunt gemischt. Heißt Beisammensein auch viel Just Chatting? Just Chatting tue ich mich ein bisschen schwer, weil das kommt spontan quasi, sag ich mal. Aber wenn man jetzt einen Just Chatting Stream anmacht und dann sitzt man da und ich weiß nicht, für mich ist Just Chatting nicht so das Wahre. Ich habe lieber irgendein Game, was man zusammen zockt, wenn es Golfen ist oder keine Ahnung, irgendwelche anderen Quatsch so, aber Just Chatting ist eher, da tue ich mich ein bisschen schwer mit. Da kommen auch immer komische Leute im Chat vorbei, muss ich auch dazu sagen. Okay. So gerade als Frau hat man es allgemein ein bisschen, schwerer auf Twitch. Vielleicht auch als Frau, die nicht dem Ideal der Twitch-Zuschauer entspricht, diesem groben. Okay. Und da kommen dann Leute in den Chat, die einfach die Stimmung runterziehen wollen und deswegen. Halt ich von Just Chatting nicht so viel. Okay.
Ist die Frage, woran das liegen könnte. Da müsste man mal hinterfragen, würde jetzt vielleicht, weiß nicht, fast ein eigenes Thema, wir hatten auch schon mal ein ähnliches Thema, aber dennoch vielleicht die Frage hier berechtigt, ist das vielleicht auch so, glaubst du, das ist so, weil ich glaube, ich sage nichts Böses, deswegen betreibe ich Name-Calling. Glaubst du, dass Streamerinnen wie Amurant mit ihrem doch sehr, 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 sehr sexy Outfit, ja, sagen wir einfach mal sexy Outfit, falsche Zuschauer in diese Kategorie locken oder Zuschauer, die halt ein bisschen mehr die sexuelle Befriedigung suchen? Ich denke ja, es ist halt, man hat auf Twitch das Gefühl, dass man vielleicht sogar schneller einen Zugang zu der Streamerin kriegt, als vielleicht auf anderen Seiten, wo sich Frauen präsentieren. Mhm. Und das lockt natürlich dann Leute an, die vielleicht nicht viel mit Gaming und diesem Ganzen, was Twitch eigentlich sein wollte, immer verbindet, sage ich mal. Und da sie ja eine große Reichweite hat, verfälscht das auch so ein bisschen das Bild, wie eigentlich eine Frau ist quasi. Und viele denken, dass sie, wenn sie auf Twitch in einen Stream reingehen, zu einer Streamerin, da denken auch viele, dass sie die Frau einfach bewerten dürfen. Das kommt mir ganz oft. Also das Sexualisierung ganz oft hatten wir ja, ne? Genau, dass man das Recht hat, in den Chat zu gehen und die Frau zu bewerten. Weil bei Männern ist es halt, ich will nicht sagen, es ist nicht so, weil ich habe es auch schon oft in anderen Streams gelesen, bei Streamern, dass einer reinkommt und sagt, was bist du für ein Spast? Oder was bist du für eine Mütze auf? So. Aber als Frau ist es so, dass du, also es ist ein Fluch und ein Segen zur gleichen Zeit, eine Streamerin zu sein. Okay. Ja. Lassen wir so stehen, okay. Ich möchte gerade was aus dem Chat vorlesen. Das geht direkt an Tina. Was ich an Tina von Anfang an liebte, sie hat immer von wir geredet, wenn es um ihren Stream geht, nicht um ich. Das musste ich gerade mal loswerden, sagt Noxychars. Das ist wirklich schön geschrieben, ja. Musste ich gerade mal. Im Kollektiv. Ja, da will ich auch gleich noch was Kurzes dazu sagen, weil mir das auch oft auffällt, dass viele Streamer, gerade große Streamer, ein bisschen vergessen, wo sie eigentlich hergekommen sind, wie das eigentlich angefangen hat und wem sie das eigentlich zu verdanken haben, dass sie so groß sind. Ich sehe das auch auf Events ganz oft, dass Streamer dann sich so ein bisschen abschotten und vielleicht auch so der ein oder andere wie ein B-Promi über den Boden schwebt so und sowas gab es bei mir noch nie. Ich bin eigentlich immer irgendwie verwuselt in einer großen Gruppe voll Menschen und da hat jeder den gleichen Stellenwert so und dann ist einfach die gute Stimmung an vorderster Stelle und da gibt es das gar nicht, dass die sind wegen mir da, das würde ich nie sagen, sondern die sind da, weil wir uns alle sehen wollen so. Aber weil vielleicht die Community mag sich auch untereinander. Ja, ich gebe dir recht, Tina, aber vielleicht um die Kollegen da mal so ein bisschen, will nicht sagen in Schutz zu nehmen, du hast ja nicht angegriffen, aber um die Kollegen zu erklären, ich weiß nicht, vielleicht sind die ein oder anderen mit dieser massiven Reichweite, die dazu vielleicht noch YouTuber sind, vielleicht sind die auch ein Stück weit Promis. Es wird auch schwerer, dann sag ich mal. Ja, die sind heutzutage in der Bravo, weißt du, für uns war Caught in the Act oder die Spice Girls in der Bravo. Mm. Und das waren Stars. Heutzutage kriegen die Kids halt in der Bravo, Concrafter und Bibi und wie sie alle heißen. Das sind vielleicht auch einfach so ein bisschen jetzt die Stars von heute, für den einen oder anderen vielleicht schwer zu begreifen. Am Ende des Tages sind es Content-Kreatoren, genauso wie früher Musiker oder Schauspieler. Klar können wir jetzt über den qualitativen Inhalt können wir hier gerne groß und lange streiten, aber sie sind Content-Kreatoren. Sie sind ein Stück weit auch Stars. Und ich glaube, ich habe einmal auf einer Gamescom mitbekommen, da muss ich mal echt sagen, da habe ich den Simon Unge gesehen, der ist über die Gamescom und es war so krass. Ich glaube, man wird automatisch ein Stück weit dazu. Der ist zieht sich ein bisschen zurück. Nee, ist mit Kötter Security, glaube ich, so hießen die Jungs. Werbung hier, Name-Calling, ist ja nichts Schlimmes. Die haben mit 10 Mann, haben die den umzingelt, weil es ging gar nicht anders. Es sind so viele Kinder hinterhergelaufen. Es war so eine krasse Situation. Ich habe echt gedacht, wer kommt denn da jetzt vorbei? Ja? Und dann konnte man in der Mitte halt, konnte man die Rasterzöpfe von Simon Unge sehen. So, ja? So viel hatte ja die Merkel letztes Jahr gar nicht, als sie Farming Simulator gespielt hat. Nee, aber es war schon eine krasse Situation.
tun, finde ich, auf der Gamescom. Und da denkt man sich schon, Alter, die haben, das ist Wahnsinn. Die Kiddies laufen da hinterher und wollen Autogramm, wollen Foto. So kenne ich das halt früher von, ich stand vor der Konzerthalle in Köln und wollte ein Foto von Take That haben, keine Ahnung. Ja, nee, ihr wisst, was ich meine. So, das ist schon so. Aber ich habe noch eine Frage zu dem eben Gesagten, zu der Kollegin, die im Just-Chatting-Bereich dort sehr aufreizend streamt. Glaubst du vielleicht ist es ein Weg? Weil ich finde, man sollte jeden Jack akzeptieren. Jeder Jack ist anders, sagt der Kölsche. Und man sollte auch die Lady akzeptieren, die sich dazu entschlossen hat, auf Sexualisierung zu setzen und das auch für ihre Marketingzwecke zu nutzen. Ich finde, das sollte man respektieren. Ansonsten finde ich, wird man auch schnell oberflächlich, wenn man das einfach wegschiebt. Auch wenn man da nicht viel von hält, sollte man sich kurz damit beschäftigen. Und findest du vielleicht, dass ein Weg für Twitch wäre? Weil ich finde, Twitch macht die Türen für Entertainment auf und ich finde das zum Beispiel sehr gut, sonst könnten wir das heute gar nicht so machen, wie wir es machen. Und nicht nur noch Gaming, das war ja am Anfang auch anders mit Justin TV, dann kam der Fokus auf Gaming und die Türen für Entertainment gehen auf. Glaubst du, es wäre eine Möglichkeit für Twitch zu sagen, wir machen einfach für Männer und Frauen, die versuchen, ein bisschen mehr auf Adult-Content zu setzen, wäre das ein Weg, so eine ab einen 18 Bereich? Schwierig. Also ich will auch erstmal dazu sagen, ich habe auch nichts gegen so eine Leute, die sexualisierten Content haben, weil jeder hat seine Stärken, seine Talente und ich bin immer der Meinung, jeder kann machen, was er will. Wir leben in 2019, wem das nicht gefällt, man kann überall das aufs Kreuz klicken, den Stream zumachen und also ich bin halt die Letzte, die sagt, um Gottes Willen, aber ich muss es ja selber nicht angucken. Ich würde das nie jemandem verbieten. Nochmal zurückzukommen mit dem Plus 18. Ich finde es schwierig, weil es ja doch viele junge Leute auf Twitch gibt, die vielleicht unter Umwegen dann doch aus Versehen auf so einen Stream kommen, auch wenn man das einstellen kann, dass es erst ab 18 ist, etc. Ich finde es schwierig, so sage ich mal. Ich habe letztens zum Beispiel einen gesehen, da bin ich auch durch den Just-Chatting-Bereich gegangen und der war höchstens 9 Jahre alt, hat selber gestreamt, saß vor seiner Kamera, es waren 2 Zuschauer oder so da und dann bin ich in den Chat gegangen und habe reingeschrieben, so, weiß denn deine Mutti, was du hier machst? Und dann hat er so gegrinst und links und rechts geguckt und dann sagt er auf einmal, ich glaube, ich muss los und hat seinen Stream ausgemacht. Oh. Ich musste so lachen. Das war so witzig. Aber er musste wirklich los, es war halt Zufall. Aber das war so witzig. Und da habe ich so den Gedanken gehabt, der sollte eigentlich seine Sachen nehmen und ganz weit weglaufen. Weil es gibt so viele Leute auf Twitch, die böse sind, die dann auch in so einen Stream von so einem Kleinen gehen und da trollen und versuchen, den vielleicht zu scammen, irgendwie seine Items in CSGO oder was weiß ich zu kriegen. Und da bin ich der Meinung, dass Twitch da noch nicht so richtig mit den Jugendschutzgesetzen, da fehlt noch ein bisschen was. Und so eine Leute, die quasi plus 18 Content machen, die... Aber dieser Junge könnte ja 1 oder 2 Internetseiten aufrufen und kommt da problemlos dran. Vielleicht könnte man sagen, wenn Twitch sowas einführt, eine plus 18 Kategorie, wo vielleicht auch, ich sag das jetzt mal ganz offensiv, auch Camgirls vor der Kamera sitzen. Einfach eine elterliche Freigabe, ganz easy. Ja genau, Camboys auch sitzen, weil will ja nicht immer in eine Richtung schieben, könnte man ja wirklich eine Altersverifikation machen über eine ID-Card, über einen Ausweis, ja. Und damit wäre es safe. Und die Leute, die dort reingehen in diesen Bereich, die sind halt verifizierte Nutzer. Also ich glaube, das könnte Twitch ja verantwortungsvoller nutzen, dann auch diesen Bereich als andere Plattformen es machen, wo du einfach nur klickst, bist du auch über 18? Ja, ich denke schon. Ja, natürlich. Ja, die Regie winkt schon. Ja, die Regie winkt schon. Die Regie, weil der Daniel wieder so freestylt und sich nicht an die Karten hält. Also, nicht an die Karten. Das sind auch spannende Fragen. Ich lese kurz mal was vor aus dem Chat von Ko-Ogon. Ja, ich habe auch gesehen, ja. Was man auch mal sagen kann, ist, dass Tina vielen Viewern hilft und auch Offstream für sie da ist. Gerade viele Mädels lieben Tina für ihre Art und Weise, wie sie halt ist. Auch ich habe durch Tina einfach viel lernen können für mein Leben, obwohl sie nur ein Jahr älter ist als ich. Herzchen. Das ist schön gesagt, oder? Schön gesagt.
Das muss ich an der Stelle auch sagen. Ich kriege ganz viele Nachrichten immer privat von gerade auch Mädels, die ein bisschen Probleme vielleicht haben, nicht dem Schönheitsideal entsprechen. Und da kriege ich auch immer viel Zuspruch, dass ich den Leuten Kraft schenke, einfach so zu sein, wie sie sind und sich keine Platte zu machen, was irgendjemand von einem denkt. Und auch mit der Hilfe, das ist auch so von meinem Beruf aus, denke ich, kommt das. Ich war schon immer, wie ich schon vor uns gesagt habe, jemand, der gerne anderen hilft. Und ich habe neulich eine Nachricht auch gekriegt von jemandem, den habe ich 2014 über Twitch kennengelernt. Das war ein Junge, dem ging es ganz schlimm zu Hause. Der wurde geschlagen von seinen Eltern und er hat sich an mich gewendet und hat mir geschrieben. Und ich habe dann in seiner Stadt halt Nummern rausgesucht, Jugendschutz, Telefon, Seelsorge etc. Habe ihm eine Adresse rausgesucht, wo er hingehen kann und so. Und habe da auch angerufen und habe gesagt, dass da jemand kommen wird am nächsten Tag. Und der meldete sich letztens bei mir und hat mir gesagt, dass er mir sehr dankbar ist dafür, dass ich ihm so geholfen habe. Und ach Gott, da kommen mir gleich wieder die Tränen. Er hat gesagt, dass er sein Leben in den Griff gekriegt hat. Und ja. Ja, ich finde das gut. Ich muss sagen, ich bin immer bei sowas vorsichtig. Auch als Rettungsdienstler kannst du dir das vorstellen. Auch ich habe da so ein bisschen das Helfersyndrom, sagt man. Und viele Leute kommen mit ihren Sorgen, auch psychischen Sorgen auf mich zu, ja. Und versuchen so den rettungsdienstlichen Rat zu bekommen. Ich sage dann immer, ich möchte keine Ferndiagnose machen, steht mir auch nicht zu, so, ja. Ich finde aber trotzdem, möchte ich auch fair sagen, ich habe das auch eine Zeit lang immer verurteilt, wenn ich das bei Streamer mitbekomme. Habe, die so Seelsorge gemacht haben. Ich habe gesagt, Leute, das ist gefährlich, was ihr dort tut und ihr habt nicht den direkten Draht und ihr geht eine Bindung ein, die euch gefährlich sein kann. Also auch der Schutz dieses Streamers in dem Moment war mir sehr wichtig. Aber ich muss auch sagen, vielleicht ist es in dem Fall auch ein bisschen deine Ausbildung, deine pädagogische Ausbildung war es, oder? Ja. Ja, die da natürlich, es ist schon schwierig, ich finde es gut, also verstehe mich nicht, ich finde es gut, dass jemand sein Herz da aufmacht und seine beruflich-fachliche qualifizierte Möglichkeit da einbringt und auch seine Lebenserfahrung, aber ich möchte eigentlich nur loswerden, du musst auch auf dich aufpassen bei dieser ganzen Sache, und schauen, dass nicht zu viel an dich herankommt, weil nachher liegt die ganze Last auf dir und du hast ganz vielen Leuten, so ging es mir ganz oft im Rettungsdienst, vielen, vielen Menschen geholfen und am Ende gemerkt, dass viel Last aber auf mir liegen geblieben ist, so, weißt du, auch emotionale Last, so, ja. Das ist das, was ich vorhin auch sagte mit den sozialen Berufen, da ziehe ich vor allem den Hut, das ist einfach, man sagt immer, man nimmt das nicht mit nach Hause, es war ja bei mir früher auch so, letztendlich, warum ich dann auch meinen Beruf gewechselt habe, es ist einfach, egal wie stark du dich machst, wie dick dein Fell ist, irgendwas dringt immer durch dein Herz halt und du nimmst es mit und deswegen, da bin ich auf jeden Fall schon ein bisschen vorsichtiger geworden und versuche, das nicht so nah an mich ranzulassen, aber es ist halt immer schwer. Ich bin ein sehr herzlicher Mensch. Ich sag immer, wenn das erste Mal die Tür auf ist für sowas, dann wird's gefährlich so. Weißt du, ich habe immer gesagt, wenn du das erste Mal in Einsatz gefahren bist, ohne ihn zu beschreiben, mit einem kleinen Kind, und diese emotionale Tür einmal auf ist, da kannst du der härteste, coolste Boy sein. Ich habe das immer probiert. In dem Moment, wo die Tür auf ist, wird es schwierig. Und, aber am Ende muss das jeder für sich selbst entscheiden, wie er das mag. Und man muss sich auf jeden Fall auch schützen. Das ist wichtig. Ja. Das ist wichtig. Genau. Ja. Eigentlich müssten wir in die Pause, Leute. Eigentlich müssten wir schon in die Pause. Die Regie winkt. Die winken hier. Wir haben eigentlich noch zwei Frickchen. Frickchen vor der Pause. Aber die machen wir einfach nach der Pause, würde ich sagen, oder? Wir haben auch im Discord schon drei Fragen. Sollten wir die heute nicht live on stream beantworten können? Vielleicht kommt ja die liebe Tina zu uns ins Discord und beantwortet euch die Fragen noch im Nachhinein. Eventuell. Ich kann das nicht sagen. Das können wir vielleicht so machen. Wie gesagt, die Leute schreiben auch sehr, sehr nette Sachen im Chat. Wir lesen dir mit. Vielen, vielen Dank für die Aktivität und das nette Wort.
an Tina. Die Nami hat auch schon vorhin was geschrieben und jetzt auch. Ja, wir lesen mit, wir können aber nicht alles vorlesen, Leute. Habt da ein bisschen, ihr müsst auch nicht alles doppelt, dreifach posten, weil wir uns ja mit der Tina beschäftigen auch. Wir lesen ab und zu was mit, definitiv. Aber ich glaube, die Tina kriegt das auch mit, was im Chat steht, oder? Sie hat auch den Chat offen. Ja, also gelesen, Nami. Tina liest euch Nami, Tina hat's gelesen. Genau. Wir gehen kurz in die Werbung und sind danach wieder da und lernt Tina weiter kennen, würde ich sagen. Bis gleich. Ja. Bis gleich. Bis gleich.